Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum zweiten Teil über die Geisterfotografie. Den ersten Teil verlinke ich mal hier oben. Dort habe ich euch erklärt, wie ihr zusammen mit einer alten Kamera bei der Entwicklung stark gequälten Film und einer Langzeitbelichtung Bilder machen könnt, die schon ziemlich nah an das herankommen, was man in solchen Büchern hier veröffentlicht findet oder was man in typischen Creepypasta-Videos sieht, also genau die mit den WhatsApp-Smiles und den roten Kreisen. In diesem Video geht es aber um die höhere Schule der Geisterfotografie und zwar um die sogenannten Doppelbelichtungen. Eine normale Doppelbelichtung kam damals ziemlich oft versehentlich vor und meistens erkennt man diese versehentlichen Doppelbelichtungen auch sofort daran, dass sich hier zwei Bilder komplett überlappen. Das bedeutet, alle Strukturen sind irgendwo doppelt und man sieht genau, dass man einfach zwei Bilder hat, die übereinander liegen. Wir wollen allerdings eine Doppelbelichtung einsetzen, um einen Geist zu erstellen. Und dadurch gehen wir her und schicken wie bei einer normalen Doppelbelichtung auch einfach zwei Lichtmengen auf den Film. Die meisten machen allerdings den Fehler und schicken zwei Lichtmengen auf den Film, ohne die ISO-Zahl wirklich zu berücksichtigen. Denn zwei Lichtmengen sind ja zwei Lichtmengen und der Film hätte gerne nur eine Lichtmenge. Das bedeutet, wir müssen das bereits bei der Belichtungsmessung mit einrechnen. Und wenn wir zum Beispiel einen 200 ISO-Film haben, müssen wir den wie einen 400 ISO-Film behandeln und müssen dadurch eine Stufe runtergehen. Dadurch erhalten wir, wenn wir technisch und von der Komposition richtig erarbeiten, ein Geist, der genau halb durchsichtig ist, und genau das ist das Problem, denn die Bilder, die ziemlich leicht als Fälschung zu erkennen sind, ob jetzt in dem Buch oder in den Creepypastas, sind immer genau halb durchsichtig, weil sich die Leute da einfach leider keine Mühe gegeben haben. Wir wollen uns aber Mühe geben und dadurch werden wir das mit der Belichtung etwas anders aufrollen und das Ganze ist auch ziemlich kompliziert. Entschuldigt bitte, aber selbst ich muss das hier ablesen. Und zwar gehen wir erstmal her und behandeln unser Grund-ISO als 100%. Das war in meinem Fall 1600 ISO. Das entspricht für uns 100%. Machen wir ein Bild mit 1600 ISO auf einen 1600 ISO Film, bekommen wir also 100% des Lichtes, das der Film haben möchte, und bekommen ein richtig belichtetes Bild. Allerdings wollen wir natürlich eine Doppelbelichtung machen und dadurch gehen wir erstmal her und verdoppeln die ISO-Zahl, und zwar von 1600 auf 3200. Das entspricht dann 50%, also 50% der Belichtung. Machen wir jetzt zwei Bilder, bekommen wir 2 mal 50%, das ergibt wieder 100%. Und wir haben ein richtig belichtetes Bild mit zwei Bildern da drauf. Aber wie erwähnt, mit den Klischeegeistern, die sowieso jeder sofort als Fälscher erkennt. Also gehen wir her und verdoppeln das ISO nochmal, und zwar von 3200 auf 6400, das entspricht dann 25% der Belichtung. Machen wir hier vier Bilder, haben wir also wieder 4 mal 25, wieder unsere 100%, und kommen auf ein richtig belichtetes Bild. Allerdings sind jetzt vier Exposures, also vier Belichtungen zu machen, ziemlich anstrengend und dann hätten wir eigentlich auch vier Geister oder je nachdem, was auf welchem dieser einzelnen Bilder zu sehen ist. Das wollen wir auch nicht. Also gehen wir her und suchen uns die Zwischenstufen aus. Unter 1600 hätten wir 2000 mit der Entsprechung 80%, 2500 mit der Entsprechung 60%, unter der 3200 hätten wir 4000 mit 40% und 5000 mit 30%, und wieder unten angekommen sind wir bei 16400 mit 25%. So, jetzt gehen wir her und suchen uns hier draus zwei Zahlen, die zusammen wieder 100 ergeben, um auf eine richtige Belichtung rauszukommen. Aus diesem Grund habe ich mir folgende Kombinationen rausgesucht, und zwar einmal 25% zu 80%, das bedeutet einmal eine 16400 Belichtung und einmal eine 2000 Belichtung. Dadurch kommen wir durch die 25% plus 80% auf 105%. Das ist ein bisschen viel, aber weitere Zwischenstufen bietet mein Belichtungsmesser leider nicht an und diese 5% Fehlbelichtung sind auch nicht so schlimm, das kriegt mein Scanner, auch wenn es ein ziemlich schäbiger ist, super gut auf die Reihe. Dadurch bekomme ich einen 25%igen Geist, das heißt einen Geist, der nur zu einem Viertel zu sehen ist. Und wie ihr hier im Bild sehen könnt, hat das doch schon ganz gut geklappt. Der Geist ist nur so ganz schwummerig hinten zu sehen. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht, und zwar habe ich mir für das Geisterbild eine viel zu helle Hose angezogen. Und so sieht man die Hose viel eher als den Geist, das ist ein bisschen blöd. Solltet ihr also auch vorhaben, Geisterbilder zu machen, zieht euch ja eine einheitliche Kleidung an. Das heißt also gleich dunkel von der Kleidung her oder gleich hell. Oder benutzt die hellen Stellen, um Akzente zu setzen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, es gibt ja dieses bekannte Bild mit dem Pestdoktor, der eine helle Maske trägt, aber einen schwarzen Kittel.
Das kommt auch schon ziemlich gut durch, allerdings ist das bekannte Bild vom Pestdoktor halt ein 25% Geist und deswegen ziemlich schnell erkennbar. Einen anderen Geist habe ich mir zusammengerechnet mit 25% zu 60%, also eine 6400 Belichtung und eine, ich muss mal kurz gucken, 2500 Belichtung. Dadurch fehlt etwas und man bekommt einen Geist, der dadurch auch noch ein bisschen besser sichtbar ist, weil die 60 halt näher an der 25 liegt. Diesen Geist seht ihr hier. Der ist ein wenig unterbelichtet, aber wie gesagt, jeder einigermaßen gute Filmscanner wird das hinbekommen, trotz der Fehlbelichtung da noch etwas Gutes rauszuscannen. Jetzt, wo wir die Geisterrechnung zusammen haben, kein Problem, ich tue das auch unten nochmal in die Videobeschreibung und werde das wahrscheinlich auch noch als PDF verlinken und vielleicht sogar einen Blog-Eintrag schreiben, wenn das verlangt ist, wo das alles nochmal schriftlich erklärt ist. Denn mir hier zu folgen, ist nicht mal so ganz einfach. Sobald wir mit der Rechnung die erste Hürde genommen haben, benötigen wir noch eine Kamera und da sind die Anforderungen leider nicht so ganz einfach. Denn zum ersten muss unsere Kamera Doppelbelichtung beherrschen oder einfach versehentlich anbieten. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Doppelbelichtungen, die sich aber im Endeffekt nicht unterscheiden. Und zwar kann man einmal hergehen und Kameras kaufen oder organisieren, die so alt sind, dass sie noch keinen Doppelbelichtungsschutz anbieten. Oder man holt sich etwas neue Kameras, die eine Spezialfunktion für Doppelbelichtungen anbieten. Wo ich allerdings sehr von abraten würde, ist sogenannte Doppelbelichtungs-Hacks zu benutzen, wie es die für viele Spiegelreflexkameras wie im Regal gibt, wo man den Spannhebel spannt, während man unten einen Knopf gedrückt lässt. Denn die Doppelbelichtungen, die da rauskommen, sind meistens nicht so wirklich präzise, weil die Kameras auch nicht dafür gedacht sind und sich da die Filmebene so ein bisschen verschiebt und hinterher hat man dann alles doppelt auf dem Bild, das will man ja auch nicht. Außerdem muss die Kamera für eine Doppelbelichtung für einen Geist in einer Landschaft, das bedeutet, wo man ein Bild macht, wo man eine Landschaft fotografiert, dann der Geist ins Bild läuft und man dann die Landschaft mit dem Geist nochmal fotografiert, ziemlich stillstehen. Das bedeutet, wir brauchen eine Kamera, die sich bedienen lässt, ohne dass man viel bewegt dabei. Das ist hier bei der Seagull 4A103 richtig super gelöst. Hier kann man Doppelbelichtungen machen und bei der Kamera bewegt man auch nicht viel für die Doppelbelichtung. Wenn man allerdings Kameras hat, die für die Doppelbelichtungen ziemlich starke Spannhebel oder so etwas haben oder wo man andere Sachen machen muss, wo man die Kamera viel bewegt, dann kann es passieren, dass man die Kamera so ein paar Millimeter bewegt und diese paar Millimeter hier vorne an der Kamera werden dann hinten in der Landschaft zu mehreren Zentimetern und dadurch kommt es vor, dass halt hinten ziemlich viel doppelt auf dem Bild ist, wo man dann zum Beispiel hinten den ganzen Horizont und die ganzen Bäume alle doppelt sieht. Daran erkennt man dann sofort, dass hier rumgefälscht wurde. Und wir wollen ja möglichst authentische Bilder haben. Das bedeutet, man braucht Kameras, die sich sehr einfach mit nur einem Tastendruck und ziemlich wenig Bewegung spannen lassen und die sich dann auch ohne viel Bewegung auslösen lassen. Am besten natürlich, man geht her und holt sich hier einen Drahtauslöser und schraubt den vorne in den Auslöser der Kamera. So kann man die Kamera auslösen, ohne dass sich viel bewegt. Natürlich alles vom Stativ, denn ich wackel hier schon ziemlich rum. Auch sollte man darauf achten, dass man für die zwei Belichtungen eher hergehen muss und wenigstens die Verschlusszeit ändern sollte. Dadurch sollte man gucken, dass das bei Kameras halt ziemlich einfach ist, hier bei der Seagull brauche ich nur relativ wenig Druck und kann hier die Zeit ändern. Und die Blende auf der anderen Seite lässt sich auch nochmal sehr smooth einstellen. Das bedeutet also, ihr benötigt eine Kamera, die sich sehr leicht bedienen lässt. Das bedeutet in diesem Fall nicht, dass es sie einfach zu verstehen ist, die Bedienung, sondern dass die Bedienelemente sich halt mit wenigen Newtonmetern Aufwand bedienen lassen. Denn wenn man wirklich eine Kamera hat, wo wirklich das Zeitenrad so ein richtiges Ding ist, dann verwackelt man die und dann hat man wirklich ziemlich viel doppelt im Bild. Und spätestens alle Äste, die mehr als 10 Meter weg sind, wenn man, wie ich hier im Wald fotografiert, werden dann doppelt erscheinen. Auch sollte man sich Tage wählen, die möglichst windstill sind. Denn wenn der Wind die ganze Zeit weht, weht er ja die ganze Zeit die Äste durch die Gegend. Und dann kann es schon mal sein, dass zum Beispiel so ein Blatt auf dem einen Bild dort ist und auf dem anderen Bild dort. Das bedeutet, man hat nicht nur einen menschlichen Geist auf dem Bild, sondern jede Menge Geisterblätter, Geisteräste und alles mögliche an Zeug. In der Szenerie sollte sich also möglichst wenig bewegen. Zudem sollte man auch ziemlich schnell arbeiten und den Geist halt nur so weit aus dem Bild rauslaufen lassen, sodass er gerade nicht mehr zu sehen ist, damit das Ganze einen ziemlich schnellen Ablauf hat. Auch solltet ihr möglichst ein Stativ verwenden, was nicht verwackelt. Und hier könnt ihr auch gut nachhelfen. Und zwar habe ich für meine Bilder einfach mal so eine 5-Kilo-Scheibe unten an das Stativ gehangen. Ich habe ja nur so ein Reisestativ und das ist schon mal so ein bisschen wackelig.
Auch müsst ihr bei dem Stativ gut auf den Untergrund achten, denn wenn ihr euer Stativ in Matsche stellt und dann wirklich so ein Ding hier dran hängt, dann zieht dieses Ding die Kamera immer weiter in den Matsch runter. Also gucken, dass ihr möglichst stabilen Untergrund habt. Und solltet ihr keinen stabilen Untergrund finden, nehmt euch einfach einen Satz Bretter mit, stellt unter die Stativfüße und dann müsste das soweit schon funktionieren. So, das war's dann auch schon mit dem zweiten Teil des Geistervideos. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt diese in die Kommentare. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier geht's zum ersten Geistervideo. Falls ihr noch ein weiteres Video über Geister sehen wollt, dann würde ich nochmal neue Fotos machen. Schreibt es einfach auch in die Kommentare. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.